Moin, ihr Sizzler, und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn der liebe Hannes bräunt sich wahrscheinlich gerade bei 40 Grad Celsius. Der kleine Arsch. Und wir machen heute gemeinsam leckere Vatertagsrippchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Viel Spaß. Heute dreht sich alles um das Thema Vatertag. So, was braucht man zum Vatertag? Genau. Richtig gutes Essen vom Grill. Und meine Idee ist, wir werden heute Rippchen machen. Aber jetzt ist das Problem, wenn ich Rippchen machen will am Vatertag. Ich mal so eine Szenariobeschreibung, ja. Ich laufe im Bollerwagen los, bin nach ein paar Stunden ganz gut dabei und habe dann noch Bock auf Rippchen. Bedeutet, ich müsste mich im besten Fall 6 Stunden an den Smoker stellen. Habe ich meistens nicht so Bock drauf. Das heißt, ich muss irgendeine andere Lösung finden. Und die Lösung heute heißt Sous-Vide-Ribs, die wir danach später einfach noch direkt grillen können. Das heißt, wir bereiten die quasi in einem Sous-Vide-Becken zu. Und einen Tag später nehmen wir uns die so, wie sie sind, einfach mit und können die auf jedem x-beliebigen Grill zubereiten, indem wir sie einfach nur direkt grillen. Klingt gut, oder? Mega. Ich muss ja mir was ausdenken, weil ich habe Hannes sein T-Shirt an. Dem Hannes sein T-Shirt an. Sagen wir eigentlich, ich habe Hannes T-Shirt an oder Hannes sein T-Shirt an? Ja, natürlich haben die gleiche Größe. Also, ich denke, das sieht man auch. Ja. Nein, Hintergrund ist der, Hannes ist gerade im Urlaub und deswegen darf ich jetzt ran und Alex unterstützt mich heute. Das finde ich sehr, sehr gut. Und Alex, ich denke, du wirst morgen auch den Grillpart übernehmen. Das werde ich hinkriegen vielleicht. Das sollte klappen, ne? Sehr gut, okay. Wir haben hier die Rippchen vor uns. Ich muss noch eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Und zwar, die Idee Vatertag kam natürlich nicht nur von uns, sondern auch von Donkane. Die haben uns nämlich auch diese leckeren Rippchen zukommen lassen. Das ist ein niederrheinisches Duroc-Schwein. Hatten wir schon mal im Video, ist total lecker. Und Donkane hat gesagt, Mensch, wir brauchen auch eine coole Aktion zum Thema Vatertag. Was kann man da so machen? Idee ist ganz einfach, macht mal ein cooles Rezept. So. Haben wir jetzt gemacht. An der Stelle noch zur Info für euch. In Zukunft ist es so, ab dem 21.05., wenn ihr für über 169 Euro, ich muss mir alles merken, im Onlineshop bestellt bei Donkane, dann bekommt ihr ein Craft-Bier-Paket on top dazu als Geschenk. Und es gibt noch eine ziemlich coole Aktion über Instagram als Gewinnspiel. Da kann man einen portablen Grill gewinnen und so weiter und so fort. Verlinke ich euch alles unten drunter. Und damit ist die Werbung jetzt abgeschlossen und wir können uns diesen leckeren Rippchen widmen. So, die liegen jetzt hier. Wie immer habe ich hinten eine Silberhaut drauf. Ich persönlich mag die Silberhaut nicht, deswegen nehme ich die ab. Ich habe aber vor kurzem jemanden gesehen, der kommentiert und gesagt, Leute, warum reißt ihr immer die Silberhaut ab? Die kann man doch wunderbar mitessen. Wenn ihr die mitessen wollt, lasst sie gern dran. Ich persönlich kaue mir da immer einen drauf ab. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das allgemein seht, ob die Mehrheit sagt, ich lasse die Rippchenhaut dran oder ich ziehe sie ab. Das würde mich mal interessieren, was dabei rauskommt. Aber ich vermute tatsächlich, dass die meisten die Haut abziehen werden. Dazu gehe ich einfach mit dem Löffel hier am Knochen lang. Wichtig ist immer am Knochen und nicht am Fleisch. Und dann kann ich mit dem Finger drunter gehen und die Haut abziehen. Das klappt manchmal ganz gut und manchmal weniger gut, aber in dem Fall jetzt hier eigentlich ganz vernünftig. So. Jetzt kann nämlich auch, wenn ich jetzt gleich anfange zu würzen, hier der Rub vernünftig einziehen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht gehört die Rippchenhaut ab. Aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. So. Das Schöne ist, und auch das wird Hannes natürlich ärgern, weil das sieht er ja später nur, wenn es als Ergebnis, er hat es ja selber nicht gegessen. Aber Hannes zum Beispiel ist ein großer Freund davon, wenn Rippchen nicht komplett zerfallen und auch so ein bisschen Kruste haben. Und ich erhoffe mir, dass das genau hier passiert. Ich selber esse sie ja normalerweise immer richtig lange gesmoked. Gut, folgende Idee. Diese sogenannten Baby Back Ribs, das ist der Cut, den wir hier vor uns haben, die haben eine Besonderheit. Und zwar haben die nicht so extrem viel Fleisch für die Spare Ribs. Aber sie eignen sich auch hervorragend dazu, dass man sie einfach, sag ich mal, kurz grillen kann. Also man kann die auch theoretisch marinieren und kurz grillen, so wie man es von ganz früher kennt. Da kaut man sich aber richtig einen drauf ab. Und das wollen wir dann natürlich nicht machen, aber ihr kennt das ja von früher so, wenn Oma das in der Pfanne gemacht hat oder beziehungsweise im Ofen gesteckt und dann nochmal in der Pfanne angebraten. Das waren so teilweise diese Kotelettrippen hier. Und ich schneide die einfach jetzt mal in so, sag mal, insgesamt 4 Teile. Hintergrund ist, das kann ich ganz gut mit der Zange später fassen und das passt sogar auf, von der Größe her noch auf den Tankstellengrill. Von daher sage ich mal, das müsste so die richtige Größe sein. Mal gucken, dass man den Knochen nicht mit kaputt schneidet, logischerweise. Und dann habe ich die hier. So, jetzt das Thema Gewürze. Ich habe hier noch eine kleine Schale. Daran kann ich würzen. Die zwei hier würze ich mit Hashtag Barbecue. Finde ich ganz geil oder finden wir natürlich ganz geil. Zum einen, was wir ja mitentwickelt haben und zum anderen, weil man da noch so eine richtig fruchtige Note mit dran hat. Logischerweise gibt es die Sachen bei uns im Shop.
klingt immer alles sehr werbelastig, ne? Ihr könnt natürlich auch jeden Rap nehmen, den ihr wollt. Achso, warte, ich übersetze das ganz kurz. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Rap nehmen, auf den ihr Bock habt. Ich hoffe, man versteht das zwinkernde Auge, wenn ich sowas hier mache. Aber das sollte klappen. So, Rupp ist drauf. Das passt. Und bei der zweiten Version habe ich ja jetzt gesagt, wir verzichten auf Handschuhe. Ne? Mal gucken, ob das klappt. Nehme ich direkt den Vakuumbeutel. Den habe ich euch schon mal vorbereitet. Packe da die Rippchen rein. Muss man auch ein bisschen aufpassen, weil der Knochen ist manchmal ein bisschen scharfkantig. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Und da rein gebe ich unsere scharfe Schote Flüssigmarinade. Dann haben wir nachher nochmal so einen Vergleichswert. Ich mache einen ganz guten Knipp daran. Die Männer mögen das ja auch, wenn es mal ein bisschen schärfer ist, ne? So. Und die Idee war, dass das so funktioniert. Mal gucken. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss ich nochmal ran. Ha. Ah, okay. Okay, ich gebe zu, die Idee war nicht optimal. So, hier, komm. Jetzt ist es auch egal. So passt es aber für mich. Hat wunderbar funktioniert, der Trick. Ideal. Herzlichen Glückwunsch für diese super Idee. Jetzt muss ich mir tatsächlich ganz kurz einmal die Hände eben trocken machen, hätte ich mal gesagt, abzuwaschen, und danach werden die Dinger einvakuumiert. Hände wieder sauber. Jetzt wird einvakuumiert. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier oben geschickt gemacht habe, weil hier ist nämlich noch so ein bisschen Suppe drin. Warte mal. Da muss ich ganz kurz auch noch mal. Alter, es wird nicht besser. Man merkt sofort, ob Hannes da ist oder nicht. Kaum ist Hannes nicht da, weißt du, geht alles in die Hose. Wäre auch zu einfach gewesen. So, Hände sind wieder sauber, wir können weitermachen. Jetzt sieht man aber hier, dass ich oben natürlich richtig viel Dreck rangelassen habe. Oder Marinade. Dreck ist ja der falsche Begriff. Also gehe ich hier mit meinem Tuch nochmal so ein bisschen durch, weil ich habe sonst Angst, dass der Vakuumbeutel kein richtiges Vakuum zieht. Ich denke, so müsste das ungefähr passen. Und jetzt nehme ich den und vakuumiere den hier ein. Könnt ihr jeden Vakuumierer nehmen, vermute ich. Der hat so eine Saft drinne extra noch. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Den klicke ich einfach hier zu. Dann gibt es so einen Modus, der nennt sich Hase. Vollstoff. Mal gucken. Gucken wir mal. Hat funktioniert, würde ich sagen. Jetzt kann man, um nochmal sicher zu gehen, noch eine Naht drüber legen. Einfach das Ding wieder runterklappen. So. Und dann nur schweißen. Zack. Doppelte Naht. Jetzt passt das soweit. Und das Ganze machen wir natürlich mit unseren trockengewürzten Rippchenleitern auch noch. Oder Rippchenstückchen hier. Gehen da rein. Hier rein. Deckel drupp. So. Fertig sind sie. Doppelte Naht ist auch dran. Jetzt habe ich also hier einmal flüssig marinierte Ribs, einmal trocken marinierte Ribs, und die wandern jetzt in mein Sous-Vide-Becken. Ich habe dazu Folgendes gemacht. Auch da gibt es 1000 Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Wir haben jetzt hier die einfachste Version, einfach einen Sous-Vide-Stick genommen, den in so ein Wasserbecken reingepackt, damit ihr was seht. Das muss natürlich nicht durchsichtig sein, das kann man wirklich x-beliebig steuern. Das Einzige, was man wissen muss, ist dieser Stick hier. Der steuert ja die Temperatur. Das heißt, ich habe jetzt hier eingestellt, er soll 65 Grad Temperatur erreichen. Durch die Bälle schirme ich das so ein bisschen ab, dass nicht die ganze Zeit das Wasser drin verdampft. Ich werde mal gucken, ob das gut funktioniert. Haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Normalerweise haben wir quasi einen Deckel, wo wir dann ein Loch ausgefräst haben, wo dieser Stick drin war. So sieht es, finde ich, eigentlich ziemlich cool aus. Mal gucken, ob das so funktioniert. 65 Grad brauchen die Rippchen.
und mindestens 15 Stunden. Vermutlich werden die bei mir ein bisschen länger drin liegen. Ich vermute mal sogar vielleicht 16, 17, 18 Stunden. Ich werde euch morgen drüber aufklären. Auf jeden Fall wandern die jetzt da rein. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ist zu beachten. Und zwar eine Sache verzichten wir drauf, nämlich das Thema Smoke oder auch Rauch. Denn wir haben jetzt natürlich keinen Smoker im Einsatz. Und das ist sozusagen der Wermutstropfen an dem Rezept. Wir werden dort kein Raucharoma haben. Man kann das natürlich künstlich hinzufügen, indem man eine Gewürzmischung nimmt, die so ein bisschen rauchiger ist. Oder man kann auch, wenn man möchte, Flüssigrauch mit dazu tun. Alles gar kein Problem. Aber in unserem Fall ist es so, wir werden darauf verzichten müssen. Denn es soll möglichst einfach sein und ja für den Feiertag geeignet sein sozusagen. Und ich möchte vermeiden, dass Alex es morgen nicht schafft, die richtig zu grillen. Und deswegen wandern die jetzt ins Wasserbad. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder, wenn es heißt, Rippchen dürfen gegrillt werden. Hui. War schon ganz gute Temperatur. Guck dir das an. Perfekt. Für euch geht das ganz schnell, für mich sind es 18 Stunden. Mittlerweile sind 18 Stunden vergangen. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber es ist tatsächlich so. Ich sehe noch genauso fresh aus wie gestern. Es sind aber schon 18 Stunden vergangen. Es hätten auch ruhig 20 Stunden sein dürfen. Mindestens 15 rate ich euch, müsst ihr aber einhalten, damit ihr dieses Ergebnis bekommt, nämlich Rippchen, die zugegebenermaßen ein bisschen unappetitlich aussehen. Das ist aber meistens so, wenn Dinge aus dem Sous-Vide-Beutel rauskommen, sehen sie erstmal unappetitlich aus. Die könnten jetzt im Prinzip abkühlen, sind sie in meinem Fall sogar schon so ein bisschen. Die könnte ich jetzt in eine Frischhaltebox oder so reinpacken und mitnehmen. Wir reden ja immer noch von der Vatertagsgeschichte, das heißt mitnehmen, unterwegs den Grill anheizen, welchen Grill auch immer, in meinem Fall hier der Gasgrill, wahrscheinlich unterwegs eher ein Holzkohlegrill, schön anmachen und dann werden diese Rippchenstränge jetzt gleich einfach kurz direkt angegrillt, sprich so 3-4 Minuten lang einmal schön drüber. Habe ich hier den Gasgrill schon für vorgeheizt, einfach die beiden äußeren Brenner hier habe ich genommen, schön angemacht. Lass mich raten, keine Ahnung, lass mich lügen, ist die richtige Aussage. 250 Grad habe ich da bestimmt schon gerade drin. Lass mich raten, das müsste ich sagen. Lass mich raten, ist schon warm, ja. Nee, die werde ich jetzt auf jeden Fall gleich direkt angrillen. Dann nehme ich die runter und glasiere sie hier vorne mit noch ein bisschen Barbecue-Soße. Der Vorteil an der Sache ist, so bleibt die Barbecue-Soße frisch. Das Ganze sieht optisch wieder schön aus. Ich bin sehr gespannt, wie schmeckt. Und ich habe mir überlegt, heute werde ich Alex vor die Kamera holen zum Mitessen. Damit ihr mal seht, wie der aussieht, wenn der isst. Sehr also gut. Ganz wie so ein kleiner Hamster. Wie so ein kleiner Hamster. Sehr gut, okay, dann starten wir jetzt mit dem Rippchen. Circa 5 Minuten später, die Rippchen sind fertig glasiert, sehen fantastisch aus und was noch fantastisch aussieht, ist der Alex. Genau. Der jetzt mit mir zusammen probieren darf, das erste Mal. Geil. Das erste Mal. Ich krieg's erste Mal warmes Essen. Ohne naja, so halb warm. Halb warm. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier können. Das ist eine mit Flüssigmarinade. Oh ja, die würde ich ganz gerne mal probieren. Das ist hier mit trocken. Gucken wir mal. Er lacht immer so weg, ne? Das seht ihr ja immer nicht, aber das sehe ich. Also, ich sag mal so. Vatertag kann kommen, also ohne Witz. Das Coole ist, das wären jetzt genau die Dinger für Hannes, weil hier kann man auch ein ganz bisschen dran knabbern, aber wirklich nicht viel, weil es zerfällt direkt, oder? Ich finde es auch persönlich nicht schlimm, dass da kein Rauch hinten dran ist oder kein Raucharoma. Ich mag so eigentlich auch ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich muss da nicht immer überall Rauch dran sein. Ja. Also. Mega geil. Oh. Mega lecker. Ihr nehmt euch einfach jetzt so ein Rippchen, so wie es ist,
und probiert es einfach mal. Würde ich auch mal probieren. Welches haben wir, was ist das mit Tropfenmarinade? Mhm. Das ist toll. Also richtig schön intensiv, super einfach zu machen. Mhm. Die Vorbereitung beinhaltet ja im Prinzip nur den Faktor Zeit. Mhm. Das heißt, der Aufwand ist echt überschaubar. Und ihr könnt natürlich vor euren Freunden richtig auftrumpfen, wenn ihr sagt, Moment mal, das stimmt. Ich habe hier Sous-Vide-Bips dabei, in meiner Tupperdose oder in meiner Frischhaltedose. Ich würde das gar nicht sagen. Ich würde einfach auf den Drill schmeißen und ich bin der Babo. Ja, genau so ist es. Das sind so Sachen, die kriege ich auch easy peasy hin. Ja. Das ist genau mein Ding. Mhm. Ja. In diesem Sinne, ich würde sagen, einen Daumen nach oben da. Mach du mal die Abmod. Also in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Hashtag Team Alex. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann ist alles super, alles richtig gemacht. Aber aktiviert noch die Glocke. Und wenn ihr mehr sehen wollt von diesen geilen Rezepten, dann habt ihr dann alles richtig gemacht. Also, die Abmoderation, die übe ich für nächstes Mal noch. Und bis dahin, macht's gut und ciao, wir essen weiter. Und wenn ihr Abonnenten seid, alles richtig gemacht. Ja. Und wenn ihr alles richtig gemacht. Also, und wenn er nie Rippen esst, hat er alles richtig gemacht. Die hat alles richtig gemacht. Oh, ist geil. Unfassbar lecker.